So, meine Lieben, das ist jetzt mein Abendbrotessen. Und zwar zwei Wraps mit Lachs, Salat, Frischkäse, Gurken und Tomaten. Hier habe ich einmal einen Quark mit Obst, Waldobst, genau, Waldobst, ja, Waldbeeren besser gesagt. So, meine Lieben, das ist heute jetzt mein Mittagessen und Frühstück zusammen. Da habe ich einmal ein Brötchen, dann habe ich da einmal Gurken, dann einmal zwei Eier, Freilandhaltungseier mit Tomaten und Petersilie. Dann habe ich hier einmal Margarine, Cappuccino, Wurst. Dann habe ich einmal Bacon und Ei, einmal so Mett-Simbo. Genau, das war's. Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das letzte Video, also das gestrige Video, kam ja nicht so gut an. Da habe ich ja, was war denn das nochmal? Genau, also das war jetzt das Video, wo ich meine Wohnung gezeigt habe. Es waren überwiegend negative Kommentare, war mir auch schon klar. Aber ich fühle mich hier wohl und für mich ist es aufgeräumt. Wenn es für andere nicht das ist, dann ist es eben so. Ich muss mich ja hier wohlfühlen und meine Katzen fühlen sich hier auch wohl. Von daher ist alles in Ordnung. Genau. Ich habe vor ein paar Wochen das erste Mal Reaction gedreht oder reagiert auf Videos, meine alten Videos. Und wenn ihr Interesse habt oder dass ich das weiter öfters mal mache, dann würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt in die Kommentare schreibt. Ja, bei welche Videos ich mal reagieren soll, die man auch machen darf. Ich glaube, Funk oder in welche anderen, also die staatlichen Sachen, glaube ich, darf man, glaube ich, nicht reagieren. Und die restlichen Sachen darf man, wahrscheinlich, so habe ich es verstanden. Genau, aber ich gucke noch mal mit meinen alten Videos, die meine ersten Vlog, jetzt 13 habe ich hier, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Mal gucken, wie weit wir kommen. Genau. Ich mache das alles fertig und melde mich gleich nochmal. So, ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Mal schauen. Wenn es ein bisschen verzögert ist, bitte nicht rummotzen. Es ist leider, ich bin halt noch nicht perfekt dann. Ja, die Kamera ist auch nicht ganz richtig. Egal. Fangen wir mal an. Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe gedacht, ich melde mich mal wieder und mache jetzt wieder mehr regelmäßig wieder Videos, weil seit Dienstag mache ich ja ab und zu nur so Schnappschüsse, weil es mir ja nicht so gut ging. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also ich habe schon mal versucht mit, ja, wie heißt es hier, irgendwas anderes zu essen Damals hab ich ja schon mal auf erzählt. Milchprodukte zu Das war, glaube verzichten. ich, habe ich angefangen mit 16, ne? 2016. 2017 war da der Flug nach Spanien. Und da habe ich ja in dem Video auch schon mal gesagt, dass ich damals so Magenprobleme hatte. Und ja, das war halt wegen Tee. Ne? Also Früchtetee darf ich nicht mehr trinken. Das wusste ich damals nicht. Ne? Damals hat meine Ärztin das mir das noch nicht gesagt. Oh. Aber es hat bisher immer noch nicht ganz geklappt. Daher, ja, muss ich am Samstag, nicht am Freitag, am 16. habe ich dann einen Termin endlich zum Schlauchschlucken. Ja, Hoffentlich ist das dann stimmt. was Das war auch anderes. sehr, sehr geil. Also ich hatte wirklich ein bisschen Schiss davor, weil ich hatte das schon mal gehabt. Und damals war es sehr, sehr unangenehm. Und dann war ich sowas von weg, dass ich zu einer Mitpatientin nicht, sondern einer Arzthelferin gesagt habe, Mama, das war auch. Da habe ich zum Schluss gedacht, ach du, das ist ja gar nicht meine Mutter. Aber da war auch nichts und bei diesem Termin, also wo ich erzählt habe im Video, war auch nichts. Also eine leichte Entzündung im Zwölffingerdarm, aber die war so klein, da das gar nicht. Ja. Weil täglich, sonst war es immer nur nachts, dass mir nachts schlecht war.
oder übel, ja, schlecht bei mir. Jetzt ist es auch tagsüber so, dass mir unwohl ist und dass ich mir Bauchschmerzen habe oder schlecht. Aber naja, es ist seit März so und ich will jetzt nicht auf wehleidig tun oder so oder oh, armes Ding. Nein, das will ich ja nicht. Ich bin ja eigentlich eher so, ich kann viel aushalten, weil ich habe schon einiges hinter mir, so Handgelenk gebrochen. Gott, habe ich auch hinter mir. Von daher, ja, aber das Gute ist, ich weiß nicht wieso, ich habe zwar Sport gemacht und auch gut gegessen, also so nach den Punkten. Und diesmal auch wirklich nur in den Punkten gewesen. Wie oft ich schon Weight Watchers ausprobiert habe, ne? Verdammt! Also wirklich... Ich kann es gar nicht beschreiben, wie oft das war. Und bisher hat es leider noch nicht so richtig, das kleine Pünktchen war noch nie richtig da. Jetzt versuche ich es wieder und das läuft, ne? Also jede Woche sind das mal 500 bis 1 Kilo ungefähr in dem Kilo. Aber ja, so richtig, so 2, 3 Kilo sind das nicht so oft, manchmal in Ausnahmefällen, aber leider noch nicht so richtig. Aber ich gebe nicht auf. Habe ich sogar 2,5 Kilo abgenommen. Ich weiß nicht wie. Also wirklich, ich weiß wirklich nicht, wie ich das geschafft habe. Weil so Massen an Sport habe ich jetzt nicht gemacht. Aber naja, gut. Ich hoffe, es klappt jetzt. Es läuft. Gut, dann bis gleich. So, meine Lieben. Heute ist wieder Adventskalenderzeit. Und es ist heute der 10. Ein Schlitten, ne? Geschickt. Ein Schlitten. Ah. Ich war jetzt einkaufen wieder für nächste Woche oder für diese Woche noch restliche Eine Woche Food, noch. Food Hall. Und diesmal waren wir bei. Da oben auf dem Blog, wie man da oben sieht, was ich da geschrieben habe, die Anfang der Zeit, ich glaube die ersten 100, glaube ich, oder war das die ersten 50, bin ich mir ganz sicher, war es auf jeden Fall, glaube ich, so, dass ich nur Daily Vlog die Nummer hingeschrieben habe und kein Name. Jetzt schreibe ich ja ab und zu mal. Ah ja, was denn? Die Reaction jetzt, aktuell jetzt, oder so wohne ich, so, oder was auch immer. Und damals war es halt so, dass ich nur Daily Vlog. Weiter. Mhm. Auf Land. Und ja, ich zeige euch mal meinen Wocheneinkauf. Gardinen. Ja, das ist halt von so einer Sache für sich. Die Gardine habe ich jetzt nicht mehr da vor. Weil finde keine Gardine, weil ich wohne ganz oben und mich kann keiner reingucken. Eigentlich, wo ich eine Gardine habe, ist im Schlafzimmer. Eine Gardine, so etwas, dass es ein bisschen abdunkelt. Und genau, weiter. Fangen wir mal an. haben wir Kräuter. Frischkäse von Kaufland halt, ne? Mit Kräutern. Das ist, ich mache ein Rezept und dafür brauchte ich das. Auch ein Weight Watchers Rezept, deswegen. Ja. Hier, ich mache jetzt querbeet, egal was kommt. Sam bei Oleg heißt das, glaube ich. Das ist auch für ein Gericht. Was habe ich denn gemacht? Ah, ich glaube, Nudeln. Diese Garnelennudeln mit Paprikasauce oder so. Also Nudeln mit Garnelen und dazu eine Paprikasauce, glaube ich zumindest. Aha. Zweimal Salami. War ein Angebot, was? Ja, es gibt Exquisite-Scheiben. Damals habe ich die schon geliebt. Exquisite. Die Käsescheiben. Dann 8 Scheiben Tortilla Original. Ich esse ja jetzt fast. Gefühlt fast jeden Tag, oder aber zumindest jeden zweiten, dritten Tag diese Wraps jetzt. Und langsam kann ich sie auch nicht mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst war ich so ein Hype da drauf und dann, wenn man zu viel davon gegessen hat, dann hat man kein Interesse mehr dran. Das ist bei mir, glaube ich, auch so langsam. Manchmal mache ich da Fleisch rein oder manchmal mache ich auch nur Lachs rein. Also diesen Räucherlachs von Lidl. Schmeckt beides. Ganz einfacher Kochschinken. Dann Pizzatomaten,
gestückt, stückig, stückig. Ja gut, also schon klein geschnitten. Zweimal gleich. Dann die ganz normale Bandnudeln. Ich habe die die gleichen ungefähr, hatte ich mal in Entschuldigung, meine Katze da, in Vollkorn, aber dann esse ich halt weniger von denen statt die Vollkorn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, jeder muss es selber wissen. Dann mal wieder Tomaten. Findus, komm mal raus da. Komm mal raus. Dann wieder zweimal Paprika. Ich weiß nicht, warum Katzen immer Boxen lieben. Also Kartons. Raus da. Hier, was ist das? Feldsalatmix. Mit was ist da drin alles? Feldsalat und Radikier. Ja, gut. Feldsalat. Dann habe ich einmal Sonnenblumenmargarine. Ist echt mal und interessant, Baden, dass ich damals schon eingekauft habe. Weil ich echt cool. Einen Kuchen machen wollte für meine Eltern, weil ich habe ja jetzt diesen Backofen, Mikrowelle und das Heißluft. Umluft. Und dann habe ich endlich mal was gebacken und kann jetzt auch sagen, einen Apfelkuchen machen wollte ich für Sonntag. Nein, machen. Auf gar keinen Fall, hat jetzt gar nicht geklappt. Gar nicht. Der Kuchen, der war so, das kann man als Kuchen nicht beschreiben, das war furchtbar. Grauenvoll. Weiter. Weight Watchers geeignet, der Kuchen, aber ist es für meine Familie, von daher mein Auge zudrücken. Dann hier wieder der körnige Frischkäse. Diesmal nur einer. Dann für den Kuchen Zucker. Und ganz normale Margarine. Ja, war Margarine? Halbfett auch noch. Ja. Dann ja, habe weiter, ich. Weiter. Wie viel? Weizenmehl, Typ 405. Welchen da alles? Auch das habe ich gleich zweimal. Komm, jetzt. 10 Stunden später. Ah, die Wraps mache ich jetzt. Okay, genau. Ja. Und Frischkäse mit Salat. Und fangen wir mal an. Müssen wir. Zuerst müssen wir das in Kochschinken in kleine Stückchen schneiden und den Salat waschen. So, das ist jetzt alles so vorbereitet. Ich mache jetzt Katze gleich daneben an. Eieieiei. Ja, der Kochschinken, der roch so gut, ne? Schläft dann jemand an. Joghurt, ja klar. Quark, den Joghurt Frischkäse hier drauf. Und dann belege ich das mit Kochschinken und Salat. So, das habe ich jetzt alles belegt. Und jetzt muss ich das zusammenrollen. Und ich zeige euch gleich mal das Ergebnis, wie es zum Schluss aussehen soll. Ja, und so soll es jetzt zum Schluss aussehen. So Röllchen. Und in der App stand, dass eine Portion 2 Punkte hat. Aber ob das jetzt genau, ob es jetzt ein Teil davon ist oder das Ganze. Damals waren andere Punkte noch anders, aber heute wären das nicht, also kommt drauf an, welche, ob man grün, blau oder lila hat. Bei lila, glaube ich, ist das gar nichts, glaube ich, gefühlt. Und bei grün am meisten Punkte und bei blau die Mitte. Vielleicht die Wraps kommen bestimmt so 4 Punkte. Kommt drauf an, welche. Und dann Kochschinken habe ich 0 bei Blau. Und Salat und Frischkäse kommt drauf an. Aber kochen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es dann nachkochen. Ich habe ja das eigentlich vor, dass ein war ganz in Ordnung. Heute waren wieder ältere Leute da, von daher war es jetzt nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Tagen. damals habe ich ja öfters mal Weight Watchers im Treffen gemacht und das war auch sehr, sehr toll, hat mir auch Spaß gemacht. Es war teurer auf jeden Fall, deutlich teurer. Für 20 oder 30 Euro mehr. Und dafür habe ich das Geld nicht gehabt und das habe ich immer noch nicht. Und von daher, online ist in Ordnung,
ist überschaubar, wenn man Angebote bekommt. Oder zumindest, wie heißt es hier so? Es gibt auch Angebote so. Mal 12 Monate oder 13 Monate und der erste Monat ist gratis oder so. Oder die Hälfte nur weniger. Und ja, und da habe ich auch einmal zugeschlagen. Also das einmal 50 Mal aber gefühlt. Ich bin's wieder, die Gina. Ja, heute habe ich eigentlich ein bisschen mehr geplant. Mhm. Und zwar habe ich heute einen Arzt. Ach hier, Schlauchschlucken, ne? Mal schauen, was der so sagt. Ach so. Das Schlauchschlucken habe ich ja erst am Freitag. Ich hoffe, dass es mal was rauskommt, weil es nervt. Ich möchte endlich mal wieder durchschlafen. Naja, gut. Außerdem möchte ich gerne wieder Sport machen und ich möchte gerne mal ein paar Zehen, vielleicht klappt das ja, mitdrehen, was ich da so mache. Ich hoffe, es klappt mit diesem Zeitraffer, aber bitte nicht wundern, wenn es nicht so gut ist. Ja, außerdem habe ich ein paar Bewerbungen losgeschickt. Die Umgebung? In die Umgebung, auch in der, meistens in der Betreuung oder in der Pflege. Ich weiß, dass ich in der Pflege eigentlich nicht so gut bin. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich habe es halt gelernt und das habe ich halt noch nicht gelernt. Oh Gott, in Schwarz-Weiß halt auch noch. Oh Gott, das ist halt. Ah, wenn man das sieht. Weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe keine Kamera. Also die Maus sieht man nicht. Aber hier unten, wenn man das so sieht, das sind die Katzenkratzbäume. Und da unten, über das schwarze Teil da, da war auch noch dieses Katzenhäuschen. Das habe ich bei Fressnapf gekauft damals. Und das war ein Häuschen, das muss man aufbauen. Also aber aus Pappe. Also und da konnten die Katzen reingehen und halt kratzen. Das war so ein Ersatzkratzbaumhaus. Ja, das stand da und stand und stand. Ich habe es weggenommen, weil es nur Platzverschwendung war. Und das hat dann leider nicht geklappt. Nein. Insgesamt jetzt 8 Punkte. Hat ja keine Punkte. Das, ist es auch? Armutessen, das sieht viel aus. Es ist aber nur die. Ah, die Heißkleber. Oh Gott, das ist die geile Lasagne von meinen Eltern. Also meine Mutter macht so eine geile Spinatlasagne, da kann man sich reinsetzen, wirklich. Das ist die, glaube ich, ne? Dazu. Die hat ja keine Punkte. Von daher also, hat das insgesamt jetzt. Der Spinat hat keine Punkte. Das meine ich damit. Die Nudeln haben natürlich Punkte, klar. Weil ich ja nur diese Spinat. Und die Käse obendrauf, ne? Ja. Man isst, ne? Das war mein Abendessen. So, da bin ich mal wieder. Oh Gott, so. Ich war ja mit meiner Mutter beim Arzt. Die hat mich ja hingebracht. Ja. Großartiges, viel darüber rausgekommen ist es nicht. Ja gut, jetzt im Nachhinein auch schon. Was los ist. So, ja, im Nachhinein sind wir immer schlauer. Guten Morgen, ich bin's mal wieder. Ja, heute vlogge ich mal wieder für euch. Also viel Spaß beim Video. Och Gott, ja. Das muss ich auch nochmal erzählen. Also mir gefällt das gerade auf, ne? Hier, Ginas Vlog, Ginas Life and More. Was? Also ich habe ja wirklich viele, ganz, ganz viele Namen ausprobiert. Das längste ist jetzt natürlich Gina. Dann angefangen habe ich mit Ginas Blog. Dann habe ich, glaube ich, oder dann habe ich auch nochmal, irgendwann mal damals hatte ich noch einen anderen Kanal, Malala Girlie. Die Videos haben wir uns auch schon mal angeguckt, glaube ich. Oder ich kann sie auch mal gleich mal gucken, ob ich die noch da habe. Das war auch total geil. Ich habe mich so blamiert, das mache ich jetzt auch noch, ne? So ist es ja nicht. Aber so viele verschiedene Namen, ne? Da habe ich, wie gesagt, angefangen habe ich mit Malala Girlie, dann habe ich dann gemacht mit Ginas Blog, Vlog, also Ginas
Blog, Chinas Blog. Blog, verstehe ich gar nicht, warum ich das gemacht habe. Dann auch natürlich Chinas Life and More. Das war auch einige Zeit. Dann Chinas Vlogtube. So eine Scheiße, warum ich das gemacht habe, ich weiß es auch nicht. Und danach gab es natürlich China. Und natürlich China finde ich am besten. Ja. Ja, ist ja ausgefallen, wa? Mein Gott, wie sehe ich denn aus? Hallöchen. Wo bin ich denn gerannt? Meine Güte, alles voller Schweiß. Morgen, ich bin's wieder. Mein ja, Gott. Heute habe ich ein bisschen mehr geplant. Und Sieht zwar das? Wollte ich jetzt gleich mit meiner Mutter wieder. Und dann haben wir da so nämlich, meine Mutter hat einen neuen Fernseher bekommen von meinem Vater. Das hat nicht geklappt. Und ich wollte das irgendwie einrichten und ein Fotobuch selber machen. Außerdem, was hast du schon gemacht? Wir werden Sport machen. Ob ich jetzt ins Fitnessstudio, die lange gedauert, weil die Bilder, die ich da reingemacht habe, wollte meinen Eltern nicht. Aber naja, jetzt habe ich alles. Ja, jetzt ist es ja bald so weit, dass ich morgen diesen Schlauch schlucken muss. Und langsam fängt es schon Angst bekommen, weil, naja, ist ja so eine Sache, ne? Ein bisschen Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. War nicht schlimm. Aber na gut, es muss sein. Also, ich war weg, ne? Das Einzige, was ein bisschen peinlich war, also ich hatte eine Vollnarkose nicht, sondern eine Narkose bekommen. Ich war weg. Ja, ich habe nichts gemerkt. Doch, ich habe nichts gemerkt, dass ich gewirkt habe wahrscheinlich, weil, ich weiß es auch nicht, aber irgendwas habe ich gemerkt, weil der Geschmack danach so ganz anders war. Ich war nüchtern. Und aber was ich sehr unangenehm fand, er musste Ultraschall machen und das war ein bisschen unangenehm, ne? Weil den Bauch zeige ich ja nicht so gerne, wenn man dick ist. Also ich. Ja, wenn jemand anders macht, jeder kann das selbst entscheiden, ich aber nur nicht, ne? Außerdem habe ich heute auch dieses gemacht, so ein Intro gemacht. Also an Anfang des Videos. Mhm. Vielleicht kommt das heute schon. Eins vor Weihnachten und eins für den Rest des Jahres. Es ist jetzt nicht so gut geworden, fand ich. Es hat das, weil eine Pizza heute. Das habe ich bestellt. Ich mache das immer so, dass ich einmal im Monat, immer am 15. etwas bestelle und das ist immer sehr, darauf freue ich mich immer und deswegen mache ich es einmal im Monat, mir sündigen sozusagen, dann ist es auch in Ordnung, auch wenn ich mal nicht abgenommen habe, genau. Das pusht mich dann trotzdem weiter. Natürlich, weiß ich, alles klar, weiter. So, meine Lieben, es geht jetzt los. Ich habe doch ein bisschen Schiss, aber naja gut, hoffentlich wird alles gut. Gut, dann nehme ich euch mit. Bis gleich. Komm. Oh, ich habe schon meinen Namen vergessen. Ne? Ach Mensch. So, meine Lieben, jetzt bin ich wieder da. Ich war ja beim Schlauchschlucken heute und wollte mal erzählen, wie es so war. Also ich bin da rangekommen und habe dann erst gedacht, dass er nur Schlauchschlucken macht, hat aber nicht gemacht. Er hat auch einen Ultraschall gemacht, aber er hat dann nichts alles gefunden beim Ultraschall und er hat irgendwie im Bauch so Ultraschall geschaut und hat gefragt, ob jemand anderes aus meiner Familie irgendwas mit Magen-Darm-Problemen hatte. Und da habe ich gesagt, nee, außer meiner Mutter, die hat keine Galle mehr und hatte Gallensteine. Aber da hätte er nur weiße Punkte gesehen, aber es wäre jetzt kein Gallenstein. Auch nicht mehr, okay. Okay. Krass, wisst ihr? Gut, dass ich das mal angeguckt habe. Jetzt. Aktuell wäre natürlich was anderes. Meine Mutter hatte jetzt mehr am Bauch weg. Aber. Und danach habe ich ja diese K.O. Spritze bekommen. Er hat mich erst gefragt. Das geht auch ganz schnell, hat er gesagt. Ohne diese Spritze. Ich dachte, nee, machen Sie mit Spritze. Ich bin so aufgeregt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr heilfroh, dass ich diese Spritze genommen habe. Weil ich habe es selbst dabei gespürt, wie er diesen Schlauch eingeführt hat. Nein.
Also, ich habe es nicht gemerkt. Aber ich habe es gemerkt, als es rausgekommen ist. Also, der Schlauch wieder rausgekommen ist. Habe ich es gemerkt, zumindest, dass ich irgendwie gewirkt habe oder so. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, das habe ich mal nicht wieder eingeführt. Das, da war ich wirklich weg. Ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe, ob er eingeführt wurde, aber zumindest habe ich es gemerkt, dass da irgendwo ein sehr dicker Schlauch in meinem Magen, in meiner Speiseröhre ist. Ja. Und was ich auch ganz genau noch wusste, ist, dass ich würgen musste. Also irgendwie, ich wollte es eigentlich nicht, aber es ging nicht anders. Und dann zum Schluss habe ich auch noch gemerkt, dass er irgendwas weggenommen hat, schnell. Ja, es war mir sehr unangenehm. Ja, also ich lag, ich musste ja so liegen. Und dann, als ich wieder wacher wurde, hat er was weggenommen da, ne? Also wahrscheinlich Spucke oder so, ne? Ich weiß nicht, ein Tuch lag da auf jeden Fall erst und dann hat er es weggenommen. Das war mir sehr unangenehm, ja, Gottes Willen. Nur, aber gut. Aber leider, ist es nichts Großartiges herausgekommen. Ich rede, ich zeige nichts mehr. Gut, nächstes Video. Guten Morgen, meine Lieben. Ich drehe mal wieder für euch. Also viel Spaß bei meinem Video. Aha. Frühstück. Und zwar habe ich Brot. Heißt das? Dunkles Brot mit Körnern. Mit, Salami, 3 Scheiben. Ah! Und eine Scheibe. Seht ihr das? Das ist so ein Kingdom of Sports. Damals war das so mein Psychologe damals, hat mich sozusagen gedrängt, gefasst, naja, hat mich überredet, doch bitte dort, weil der Bekannte da hatte, doch bitte dort ein Abo abzuschließen und dahin zu gehen. Ja, habe ich gemacht, aber hat sich sehr schnell dann auch zum Negativen, also Negativen war es nicht, ich glaube, ich war 5, 6 Mal da, ja, hat ich Geld irgendwie bezahlt, aber ich war nicht da, sowas Typisches halt, ne, also nicht typisch, aber oft gibt es das ja leider so, mir war es einfach so peinlich. Eine Glas Milch. Käse, Sandwich-Käse, glaube ich, heißt das. Und eine Glas Milch. Ich weiß, ich sollte lieber Müsli essen morgens, das habe ich gestern gemacht. Aber heute hatte ich darauf Lust. Von daher, ich spare ja die Punkte jetzt auf. Von daher, so, guten Morgen nochmal. Wo wollte ich hinfahren? Ja, ich wollte jetzt in die Stadt fahren. Nein, in die Stadt bin ich nicht gefahren. Date. Ein Date? Was hatte ich gehabt? Ein Date? Außerdem wollte ich noch ein bisschen shoppen. Mit 10 Euro, ich weiß, ist nicht viel. Aber so Kleinigkeiten brauche ich, Stifte und ja, so Papier brauche ich nicht. Weil ich wollte irgendwas für Weight Watchers machen, sondern die Gewichtstabelle. Okay. Weil, nur im Internet zu sehen, wie viel ich abgenommen habe, pusht mich jetzt nicht so richtig. Von daher will ich was schriftlich haben. Von daher, ja, kaufe ich das. Cool, ob es was Günstiges gibt. Dann nehme ich euch mal wieder mit. Bis gleich. Ah, das ist so geil. Ja, ich kann ja dafür noch nicht so richtig viel. Hatte ich ein Date? Mensch, warum? Weil ich ein Date. Berauschend. Ich war ja in der Stadt, hat noch ein bisschen eingekauft, so Buntstifte. Wie war das Date, Mäuschen? Ich will Date? Was machen wegen der Gewichtstabelle. Auf dem Blatt Papier irgendwas zeichnen. Gewichttabelle, weiß ich nicht hundertprozentig, ob ich das mache oder irgendwie nur mein Gewicht eintrage. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Außerdem hatte ich ja heute ein Date. Echt?
klar. Das war sehr gut. Also wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben uns im Internet kennengelernt und ja, mal schauen, ob was daraus wird. Ich weiß es echt nicht. Ja, man kann ja mal, man weiß ja nie, ne? ja, außerdem war ich bei meinen Eltern. Realität, ja. Und da haben wir Muscheln gegessen. Mein Vater mag die so gerne. Und ich aus Solidarität. Nee, immer noch nicht so. Heißt, also, ja, einfach mitgegessen. Puh, ja, gut. Ich mochte sie jetzt nicht gerne. Ach ja, der Amoklauf, ne? In Berlin damals, in genau. Anführungszeichen, wegen den da Leuten, schon genug, in die, ne? Neun Tote jetzt bisher. Lastwagen, in die Menschenmenge gefahren ist, genau. 50 Ver- Da war dich ein Date? Letzte, ist es jetzt, wie spät? 22:30 Uhr, aber hoffen wir mal in dem Sinne, dass es nur im Anführungszeichen, das ist ja schlimm genug, 9 Tote, dass es so bleibt, ne? Aber schlimm. Ich wünsche dir den Angehörigen alles Gute. Ja. Wie ich da gelabert habe. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich hatte ja mit meiner Oma gesprochen, dass ich ja. Nach Spanien fliegen kann. Und das ist jetzt so gut wie sicher. Und zwar fliege ich aber erst im März. Guten Morgen, meine Lieben. Heute nehme ich euch wieder mit durch meinen Alltag. Also viel Spaß bei dem Video. Habe ich schon gesagt. Guten Morgen, meine Lieben. Jetzt drehe ich mal wieder ein bisschen für euch. Heute habe ich etwas geplant, und zwar wieder Sport machen vor diesem Fernseher. Außerdem wollte ich nochmal in die Stadt. Weihnachtsgeschenke habe ich zwar schon alle, aber noch kein Geschenkpapier. Von daher muss das nochmal gekauft werden. Und außerdem wollte ich ja heute ein bisschen zeichnen. Ja, zumindest diese Gewichtstabelle. Ja. Furchtbar, was auch in Berlin passiert ist, habe ich ja gestern schon erzählt, ne? Jetzt sind es schon 12 Tote. Furchtbar. Ich zeig ja gar nichts, was ist denn aber hier passiert? Darf ich seine Uhr nicht unterkriegen lassen? Hier, habe ich immer noch. Ja, das ist das hier. Das ist Nachfolgermodell. Das ist ja, genau. Da habe ich zwei. Diese Uhr habe ich, ja, also davor hatte ich noch eine, die riesige, also nochmal, ich hatte diese Uhr, die ich gezeigt habe im Internet, also hier, Video, habe ich gezeigt, die hat nach zwei, noch knapp, ganz, ganz knapp vor zwei Jahren den Geist aufgegeben, weil sehr schnell Akku leer war. Ich müsste eigentlich, ja, nach zwei Stunden wäre der Akku wieder leer und normalerweise dauert das länger. Und da habe ich zum Glück noch, weil es noch in der Garantie war, eine Erstattung bekommen, also Ersatzding. Nur das, nicht keine Aufladegerät und das andere nicht, nur das Gerät. Und es läuft immer noch recht gut. Manchmal sieht es aus, als hätte es ein bisschen eingedrückt. Ist es auch ein ganz bisschen, aber wenn es läuft, dann brauche ich kein neues kaufen. Weil es gibt ja jetzt dieses Fitbit Charge oder wie heißt es hier, 3, 4 und dann auch diese Versa oder wie es heißt, was auch andere Abonnenten, vielleicht das auch, aber andere YouTuber haben. Aber das sieht einfach nicht so schön aus, finde ich persönlich, für mich persönlich, weil das ist so groß, finde ich. So klumpig. Und das mag ich nicht so gerne. Ja, habe ich sie gekauft. Genau, so machen wir, kommen wir zum vorletzten Video, noch irgendwas Wichtiges. Ich fand es sehr gut. Ja. Hallo hier, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Also, ich nehme euch wieder mit durch meinen Alltag. Viel Spaß.
dunkel draußen. Also es ist jetzt ungefähr 18 Uhr. Ich fange jetzt erst zu bloggen an, vloggen, weil ich einfach nicht wusste, was ich sonst so erzählen sollte. Heute war nichts Besonderes. Ich habe ein bisschen Sport gemacht wieder nach der DVD. Außerdem hatte ich heute einen Brief bekommen, Nachzahlung, keine Steuern, aber Nebenkostenabrechnung. Ja, Steuern. Ich muss ich jetzt auch noch machen. Also was ja, so auf Tuschen jetzt? Nein, aber so auf keine Wäsche oder so, dass ich jetzt... So eine Hilfe im Internet, die helfen einem und das ist ganz gut. Das 131 Euro muss ich nachzahlen. Es ist ja manchmal so, wenn man Hartz IV bekommt, dass man, dass die Nebenkosten übernommen werden. Und ich versuche das, dass es auch für nächstes Jahr noch klappt, weil da war ich ja nur von Januar. Gehe oder fahre ich einkaufen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Und dann nachher zeige ich euch, was ich so eingekauft habe für über Weihnachten. Ja, ich bin meistens ja zwar bei meinen Eltern, aber nur zum Mittagessen. Von daher abends und ja, morgens nicht. Von daher nehme ich euch mal wieder mit. Hallöchen, ihr Lieben, nochmal. Ich habe jetzt eingekauft und ich wollte euch mal zeigen, was ich so alles eingekauft habe. Außerdem wollte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich gestern so, so schlecht über meine Familie geredet habe. Ich liebe ja meine Familie, aber manchmal geht es mir auch auf den Sack. Aber so ist das Leben. Ich fange mal an. Ich war bei Real und Lidl. Bei Lidl nicht, bei Kaufland. Ach Gott, jetzt fing er schon wieder an. Bei Real habe ich das hier gekauft. Lachsschinken, geräuchert. Dann bei Lidl Geflügelfleischwurst. Dann Champignons, ganz normale weiße. Ja. Dann Margarine, Vitador. Dann eine Katze, furchtbar. Joghurt mit Kirschen. Das gleiche habe ich auch mit Heidelbeeren. Dann. Und nicht so was zum Essen, sondern der Schwimmer. Dann. Brokkoli. War sehr günstig. Unter 1 Euro sogar. Beim Angebot. Ach, Exquisa. Ach, bei Lidl, aber nicht bei Kaufland. Bei Real. Ich weiß, mein Gott, bin ich auch. Bei Real. Aber das. Ja, ich habe gedacht, mein Gott, einmal Exquisa. Scheiben. Porridge-Suppe. Dann habe ich Rinderhackfleisch. Ich habe hier so eine. Wo ist das noch? Ist irgendwo hier drin? Ja, zieh ich mich an. Lass an jetzt machen wir. Ich habe jetzt schon mal mit Spinat gemacht. Puh, ja, hat geschmeckt, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich will es sich mal wieder machen. Jetzt, ich will es dann nächstes Mal ein bisschen anders machen. Und jetzt habe ich so mal Hackfleisch, Rinderhackfleisch, normale, ganz normale Lasagne. Will ich machen. Dann habe ich zweimal Hähnchenbrust, Filetstücke, Zwiebel, Chili. Sind Sie hier? Ja. Auch von Lidl. Dann habe ich auch mal Joghurt, hier wird einmal Joghurt Typ Bratapfel. Dann 6 Sonntagsbrötchen. Aha, kann man im Ofen aufbacken. Die haben weniger Punkte als die normalen Brötchen, die man beim Bäcker kauft. Von daher habe ich ja, nehme ich die lieber mit. Dann habe ich hier Creme Fraiche, 30%. Das ist für die Lasagne. Genau, zum Schluss habe ich alles drauf gemacht. Auch Emmentaler. Ich weiß nicht, wie viel Fett da hat, aber viel. Aber es ist nur ein bisschen oben drauf. Scheiße. Dann habe ich ganz normale Tomaten. Snack-Tomaten. Dann, ja, Waschmittel, Waschmittel gleich schon, Spülmittel. Das ist jetzt nur 50 Cent gekostet, das andere Priel hätte 1,70 Euro gekostet, von daher dann lieber doch das günstigere, auch wenn das vielleicht nicht so wirksam ist, aber mein Gott. Dann Schinken, Zwiebel, Mettwurst. Doch, Joghurt. Was ich auch gut finde heute, ich habe wirklich keine einzige Süßigkeiten, also so
Joghurt ist jetzt für mich jetzt keine Süßigkeit. Sowas wie Schokolade oder Bonbons habe ich diesmal wirklich nicht eingepackt. Das ist echt eine Sensation, wirklich. Also Hut ab, Julia. Dann habe ich hier eine Gurke. Dann Hähnchen-Innenfilet. Dann zweimal Mozzarella Light. Ja. Dann habe ich hier noch Babybel. Das ist auch krass. Also, beim letzten Mal, als ich geguckt habe, war ja, ein stimmt, Babybel. Ja. Ein Punkt, aber da hat sich ein bisschen verändert. Vielleicht zwei Punkte, jetzt bin ich mir nicht ganz genau sicher mehr. Dann, dann Salami, ganz normale. Mit neuem Design. Dann habe ich hier Feuchte als Tüte. Ich weiß, Umweltverschmutzung, aber ich finde gut. Hier ist die, ja, man kann die auch selber machen, die Soße von Fix Lasagne. Aber ich habe gedacht, mein Gott, wenn man schnell gehen muss. Und wir haben so eine ganz kleine Küche. Ich zeig euch mal nachher oder morgen, ich weiß nicht ganz genau, wann ich das mache, mal meine Wohnung. Diese riesen Wohnung mit 34 Quadratmeter. Ich habe nämlich nur, wie heißt es hier, Kochplatten und eine Spüle. Das war's. Ich will gerne noch Küche haben, aber na gut, man kann nicht alles haben. Ich bin ja froh, dass ich hier wohne. Von daher. Dann habe ich hier noch das gebratene Nudeln. Kann ich leider nicht aussprechen. Ne? Und zwei Daumenbrötchen. Ja. Das war, glaube ich, mein Einkauf. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, aber ich mache es nochmal vielleicht. Waschmittel habe ich nochmal. Ja. Vollwaschmittel, 27 Wäschen. Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen schon mal gekauft. Ja gut, Priel oder Persil ist, oder Ariel oder was als Lenoir, ist natürlich ziemlich besser, natürlich. Aber für den Preis, 2,50 Euro ungefähr, dafür reicht das. Von daher klappt alles. Außerdem habe ich natürlich auch das wichtige Geschenk eingekauft bei Douglas. War im Angebot alles. Ich gucke immer auf die Preise halt, ne? In welchem Bereich? Okay, handwerklichen Bereich ist es nicht so meins. Und Prozente gegen Verwandtschaft, die arbeitet dort. Und außerdem war ich einkaufen, habe euch ja schon alles gezeigt. Ja, danach. Also ich muss das einfach so machen, dieses. Nicht bisschen, emotional, sondern eher körperlich. Ich bin nicht besser los, ich halt, das ist auch nicht besser geworden. Ich bin immer noch ständig übel. Also. Ich versuche auch irgendwie laktosefrei, habe ich schon versucht. Oder auch glutenfrei oder sowas. Alles Mögliche schon versucht. Alles nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Nur weil es nervt langsam, weil ich möchte auch nachts mal durch 8 Minuten, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Jetzt versuche ich wieder ein bisschen weniger zu machen, oder soll ich es lassen? Einfach auch in die Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben werfen. Jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag heute. Heute ist ja Feiertag oder Pfingsten? Himmelfahrt. Genau, oder Feiertag, ne? Meine Lieben, ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüssi! That's all.